Und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Ja, ich hatte geplant, eigentlich Singleplayer bzw. mit CentOS im Multiplayer aufzunehmen. Das Problem, was wir festgestellt haben, dass wir bzw. einer von uns die Story durchspielen müsste. Oder wir halt zwischendurch ein paar Koop-Missionen machen, wie da vorne schon ein hersteht, wo wir einen Koop-Auftrag machen können. Habe ich gedacht, zockst du mal durch. Und warum nimmst du nicht eigentlich auf? Wir sind jetzt mitten im Spiel schon, ich habe eine Sequenz schon gemacht. Es geht darum, dass wir den Mörder einerseits meines Vaters finden und den Vater von Elise, die Tochter, beziehungsweise vielleicht seine Freundin, ich weiß es nicht, ist es vermutend, sie aber Templerin ist und sie uns jetzt nicht mehr vertraut, weil wir angeblich der Mörder wären. Und ich jetzt vor wenigen Minuten in die Assassinenbruderschaft eingetreten bin. Es geht so circa eine halbe Stunde zurück. Und jetzt war ich gerade hier unten in der Kanalisation, wie man sie auch immer kennt, dass sie immer Untertagen sind. Und da bin ich dann hier hinten hingegangen. Und da gab es wieder so eine schöne Rüstung, die ich mal wieder mir sammeln kann hier. Die Mission ist hier gerade nebenan. Zu Kati hier. Ich habe jetzt noch ja, ein paar Dinge aufgelegt, also rundherum, wo ich jetzt noch hingehen würde. Hier zum Beispiel haben wir ein paar Koop-Missionen. Wir werden halt immer mit mehr Spielern markiert, auch bis zu maximal 4 Spielern ist möglich. Ich hatte mit Sandus einmal so eine Koop-Mission ausprobiert, wie es mit uns beiden klappt. Also ist es wieder chaotisch wie immer, aber ganz schön lustig. Ich werde jetzt einfach das Singleplayer ein bisschen aufnehmen, halt immer sowas, was möglich ist. Kann auch sein, dass es mal mittendrin wieder weitergeht, wie jetzt gerade. Und deswegen würde ich sagen, Fallakten aufgetreten, okay. Datenbank, Datenbank, Tutorial, Fallakten. Okay, wir haben noch kein Ding. Was geil an Assassin's Creed Unity ist, einerseits, wir können wieder einen Rang aufbauen. Und Charakteranpassung finde ich der Oberhammer. Dass man hier Nahkampf, Fernkampf, Schleichen und Gesundheit aufladen kann. Ich habe jetzt schon bei Schleichen ein bisschen viel gemacht. Ich habe Verkleiden zum Beispiel, war sehr teuer, 6 Punkte. Knacken von Schlössern und sonst eigentlich noch nicht viel. Gesundheit halt. Gesundheit hatte ich gar nicht genau, da haben mir nachher die Punkte gefehlt. Fernkampf. Fernkampfbenutzung und Nahkampf auch noch nicht. Ich bin eher auf Schleifen gegangen. Rüstung kann man sich immer ein bisschen kaufen. Einhänder, zum Beispiel jetzt noch super. Langdinger, Schwerter, Pistolen, Gewehr. Ich habe jetzt momentan ein Gewehr hinten auf dem Rücken. Ausrüstung natürlich in Farbe. Ich habe jetzt mal ein altertümliches Weiß. Ich habe mir schon überlegt, Gelb zu nehmen, aber es ist ein bisschen strange. Oder sowas Grünes, aber das ist schon hart. Da bleibe ich in das altertümliche Weiß. Wir können gemeinsam spielen. Eine Bruderschaft auch machen. Muss ich mal gucken. Vielleicht finden sich da ein paar Leute, ein paar mehr Leute. Vielleicht trete ich auch einer Bruderschaft bei. Mal gucken. Dass ich da ein paar. Vielleicht ein paar Leute finde. So. Was ist. Ist es nur das Verstecksymbol? Rat der Assassinen. Sollen wir da mal reingehen? Ob uns da was irgendwas Wichtiges vorkommt? Muss bedenken, das Spiel. Ich weiß nicht warum. Es lädt extrem lange. So läuft die Aufnahme natürlich flüssig. Und so stimmt auch alles, aber ich weiß nicht warum. Warum es so lange braucht. Hey, Arno. Ja, Arno sind wir apropos. Arno, der Assassin, Novize. Jetzt der Rang da oben ist halt immer so für Multiplayer gedacht. Ist jetzt Elite. Elite-Lehrling stand jetzt. Und man kann da glaube ich auch nachgucken, wo und wie weit man ist. Na komm. Aber wie gesagt, das Speichern und sowas ist schon extrem lange. Finde das Symbol. Ich wollte jetzt immer so Stadt pro Stadt abklappern. Und mir mal alles anschauen. So, jetzt gehen wir mal da oben zur Quest. Und es ist eigentlich relativ geil. Also, man kann Auf- und Ab-Parcoursläufe machen. Nee, das gehört hier nicht. Weg! Fassen wir mal schnell den Dieb hier. Da haben wir ihn. Wunden zu
So, wir können natürlich auch alles behalten, was mich auch komisch irgendwie wundert. Hohe CPU, was ist das? Hau ab. Ah, jetzt geht's wieder. Ab in die Mission rein. Schwierigkeitsstufe 1. Anno zum Verwalter. Okay. La Café Théâtre. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte-Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte Ausschau nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ah, wieder ein Café bzw. ein Geschäft auf vorn. Finde ich natürlich auf jeden Fall geil. Schauen wir mal. Jetzt sagt die Truhe. Müsste da natürlich oben sein. Da ist ein grüner Punkt. Ah, okay. Aha. Wir spielen in der Französischen Revolution. Von da noch vorab gemerkt, wäre ja Assassin's Creed Unity. Also es ist schon ein bisschen länger raus. Wir haben es jetzt mal, denke ich, angefangen. Wollten es anfangen, versuchen zu spielen. Einnahmen nehmen. Okay. Wenige Einnahmen haben wir erst. Beziehungsweise können bis 80 nur aussammeln. Das waren jetzt Ein hübsches Sümmchen. alle 20 Minuten kamen die Einnahmen. Das heißt, wir haben jetzt 80 Minuten Zeit. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir mal vielleicht renovieren. Die Fangen wir Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Da fängt's an. Renoviert. Verschönerung. Und Mission freigeschaltet. Okay. Ich würde sagen, Halle renovieren. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Was haben wir noch? Wir schauen mal. Ja. Fassade. Ich würde sagen, wir machen noch die hier. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Ah. Sehr schön. Ah, wir hätten noch ein bisschen noch mehr umgestalten können. Oh naja. Schauen wir mal. Da können wir noch mal. Gibt's denn noch was? Ne, wir können nur. Okay. Na, ich will nicht nochmal drauf. Das Adlerauge ist für mich ein bisschen strange, finde ich, weil das immer auf Cooldown läuft. Aber auch eine ganz neue Sache für mich. So, das Buch ist da. Ach so, okay, meine Kontakte. Warte mal. Aha. Hier geht es wohin? Interagieren. In welches Zimmer kommen wir denn da? Oh, diese Ladezeiten. Also, dass es nicht so übergreifend ist, finde ich ein bisschen schade, aber gut. Soll es wohl so sein mit den Ladezeiten. Wo sind wir denn hier? Ah, Geht es dir gut, Bürger? wir sind direkt hier in der Bruderschaft, okay. Dann flitzen wir mal noch schnell zurück. Ich habe Angst, dass die Aufnahme ein bisschen kaputt wird. Ah ja, Warnung, hohe CPU-Auslastung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, viel, viel aus. Mal abgesehen. Mal habe ich immer noch Spiele nebenbei laufen. Wenn ich aufnehme. Aber diesmal nicht. Okay. Ah, hier. Ah, okay. Wir haben den Zugang nach unten hin. Das ist natürlich geil.
So, wo ist denn jetzt dieses... interagieren. Was haben wir denn? Zeitung lesen wir. Jetzt Zeitung lesen wir. Haben wir da? Ne, da geht's ins Obergeschoss. Ich will jetzt mal gucken, ob wir vielleicht... Er sagte doch, dass wir irgendwas im Untergeschoss haben. Wo ist das denn hier? Oh, die ersten Gäste. In dieser Woche gab es weitere Aufstände und Tumulte. Der Konvent würde diese Gelegenheit gern nutzen, um sich an die Bürger da vorne zu wenden. Bitte hört auf! Ah, okay, eine Mission. Das Tee war großartig. Ein Wendepunkt der Geschichte unserer Nation. Aber wenn es jeden dritten Dienstag einen Aufstand gibt, verwässert das den Eindruck doch ein wenig. Ah, okay, wo geht's hier runter? Hallo? Ah, der Clubsaal. Aha. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt zwei Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht. Ah, okay. In diesem Raum kann man bestehende Clubs betreten und gründen. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall super. Clubvorschläge. Ja, gut. Wie gesagt, ich kümmere mich entweder um eine eigene Gilde, zu einem eigenen Club, oder tritt einer bei. Was haben wir hier? Clubziele erschaffen, okay. Das ist natürlich klar. Okay, das haben wir auch schon mal. Haben wir sonst noch was? Ah, guck mal, was haben wir denn hier noch?